Ja, meine Damen und Herren, auch von Seiten der Rewe Group ein herzliches Willkommen hier zum zweiten Frühstück des Collaboratory zusammen mit der Rewe Group. Wir freuen uns, dass es schon das zweite ist, was wir hier in unseren Räumlichkeiten ausführen können, einfach auch um diese Partnerschaft ein bisschen zu verstetigen und freuen uns jetzt auch schon auf eine spannende Diskussion. Das Thema heute ist Nahversorgung und Digitalisierung. Einige werden sich vielleicht fragen, Rewe Group, Digitalisierung, wo ist da die gemeinsame Schnittstelle? Zum ersten Part Nahversorgung, das ist natürlich unsere zentrale Aufgabe als Lebensmitteleinzelhändler. Wir sind in urbanen Räumen vertreten, wie hier in Berlin, aber natürlich auch im ländlichen Raum. Eine Aufgabe, die zusehends immer schwieriger wird. Der viel zitierte demografische Wandel stellt uns immer wieder vor Herausforderungen. Wir werden immer weniger und wir werden immer älter. Aber auch die Flächenexpansion und die zunehmende Ausgestaltung von discount-orientierten Anbietern im ländlichen Raum sorgen dafür, dass heutzutage ungefähr 2 Geschäfte des Lebensmitteleinzelhandels pro Tag im ländlichen Raum schließen müssen. Das Frühstück heute heißt ja nicht nur Nahversorgung, sondern auch Nahversorgung und Digitalisierung. Und dort hat die Rewe Group bereits auch 2014 mit der Gründung eines Start-ups in unserem Unternehmen, der Rewe Digital, einen ersten Schritt unternommen. Darüber hinaus haben wir auch den Rewe Lieferservice gegründet. Mittlerweile in 75 Städten können wir so 30% der Bevölkerung theoretisch erreichen. Das bezieht sich natürlich, das muss man auch ganz klar dazu sagen, hauptsächlich erstmal auf urbane Räume. Hier in Berlin funktioniert es ja auch schon sehr gut. Und wir werden da unsere Position als First Mover im Bereich Vollsortiment auf jeden Fall auch noch weiter ausbauen und professionalisieren. Dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, ich wünsche Ihnen allen guten Appetit, schlagen Sie zu und ich wünsche uns allen eine interessante Diskussion. Sarah Brühl, vielen Dank, dass Sie hier sind. Sie haben Sprach- und Kommunikationswissenschaften sowie Betriebspädagogik und Wissenspsychologie in Aachen studiert. Genau. Und seit Ende Juli 2015 sind Sie wieder in der Verbandsgemeinde Betzdorf und dort für das Projekt Digitale Dörfer und die lokale Kampagne Betzdorf Digital zuständig. Das heißt, Sie sind zurückgekommen, weiblich, jung, gut ausgebildet und bewegen wieder was vor Ort. Dann haben wir Herrn Dr. Wilhelm Klauser. Er hat Architektur und Städtebau studiert in Stuttgart und Paris, war dann als Architekt in unter anderem Tokio und Paris tätig und kam 2003 wieder zurück nach Berlin, um hier Initialdesign schlussendlich zu gründen und auch dort Versorgungskonzepte aufzubauen, mit denen Sie auch hier sind, die große Emma. Dankeschön. Danke. Dann springe ich mal weiter. Anja Silvester, sie ist Diplom-Geografin und seit 1996 hat sie sich der Mobilität und dem Verkehr verschrieben in verschiedenen Aufgaben von Beratung und im Projektgeschehen. Und seit 2005 beraten sie die Interlink GmbH in den Bereichen, deren Kunden in den Bereichen Kommunikation, Vertrieb, Qualitätssicherung, Innovation und sind auch hier im Bereich mit dem ländlichen Raum unterwegs, insbesondere mit dem Projekt Kombibus. Dann haben wir noch Herrn Dr. Michael Hübschen. Er ist Wirtschaftsinformatiker, hat in Zürich promoviert und auch in Saarbrücken studiert und Sie haben langjährige Erfahrung unter anderem in Führungspositionen mit der Vitaphone Telemedizin und sind nun im strategischen Wachstumsfeld Gesundheit für T-System unterwegs und auch als Projektleiter hier für das große EU-Projekt CCS Telehealth aus Sachsen. Jetzt kommt noch der Herr Gipp als späterer wissenschaftlicher Abbinder sozusagen. Sie haben Verkehrsingenieurwesen studiert und sind jetzt als Geschäftsführer für den Bereich Mobilität am IGES, am Institut für Infrastruktur und Gesundheitsfragen, zuständig, übernehmen hier auch die Funktion, das Gehörte sozusagen der Praktika aus der wissenschaftlichen Perspektive heraus noch einmal zusammenzufassen, einzuordnen und gern auch ein paar Thesen mit nachfolgendem Gesprächsbedarf zu formulieren. Sie stellen jetzt ja Ihre Projekte einmal erstmal vor, jeder bekommt dazu Zeit und danach würde ich doch gerne meine Einschätzung hören, mit wem Sie denn aus Ihrer persönlichen Perspektive raus später gerne einen Kaffee trinken gehen würden, um über die Arbeit zu sprechen, wer Ihnen da spontan am meisten Vernetzungspotenzial bietet und am interessantesten für Sie ist. Behalten Sie das mal im Hinterkopf, wenn Sie jetzt die Projekte hören. Jeder hat allerhöchstens 5 Minuten, würde ich sagen, um sein Projekt vorzustellen und Frau Brühl, bitte gehen Sie. Okay. Digitale Dörfer ist ein Projekt, das vom Fraunhofer ESE aus Kaiserslautern angestoßen wurde. Es wird gefördert vom Innenministerium in Rheinland-Pfalz und wird unterstützt von der Entwicklungsagentur. Wir haben uns als Kommune dort beworben im Bereich Mobilität und Logistik
Und worum geht's? Wir haben gesagt, das wurde eben schon mehrfach angesprochen, demografischer Wandel, die Leute ziehen weg, wir haben keine Fachkräfte mehr. Wir haben sehr viel mit Leerstand, sehr viele Probleme, alles, was da so dranhängt. Und wir haben gesagt, okay, wir müssen was tun, dass die Leute nicht weggehen. Und da spielt der Einzelhandel für uns eine ganz große entscheidende Rolle. Also weil Leute eigentlich nur da bleiben oder sich nur da wohlfühlen, wo es schön ist, wo sie ein großes Angebot haben, wo sie sich gut versorgt fühlen. Und deswegen haben wir gesagt, der Einzelhandel muss gestärkt werden, das ist ganz wichtig. Und es ist jetzt so, dass wir eine Art App haben, da ist unser Einzelhandel abgebildet, ich sage mal das böse Wort Amazon, in klein, auf kommunaler Ebene. Das heißt, Sie können jetzt diese App runterladen, können Waren bestellen bei Ihren kommunalen Einzelhändlern, also auch regionale Waren bestellen, und die werden Ihnen dann nach Hause geliefert. Okay, also sagen Sie, okay, was ist jetzt da der Unterschied, was ist das Besondere daran? Das ist eigentlich diese Mitmachlogistik. Das bedeutet, man kann auch nicht nur Waren bestellen, wenn man diese App hat, sondern man kann Waren auch ausliefern. Und das alles, wir testen das erstmal auf ehrenamtlicher Basis. Das heißt, Sie können schauen, okay, ich fahre heute von A nach B. Im ländlichen Raum ist eh immer sehr viel Bewegung. Sie pendeln sehr viel, Sie legen viele Strecken zurück. Und schauen, okay, da hat mein Nachbar, der Herr Schmidt, hat noch ein Paket liegen beim Rewe, dann nehme ich das doch mit. Das liegt auf dem Weg, warum nicht, nehme ich das mit. Das ist eigentlich das, was es früher schon immer gab, diese Nachbarschaftshilfe, nur jetzt mittels der App sozusagen digitalisiert. Initialdesign arbeitet seit 2011 am Aufbau von regionalen Versorgungsnetzen. Wir nennen solche regionalen Versorgungsnetze Große Emma. Wie der Name Versorgungsnetz schon sagt, arbeiten wir nicht nur an einem Standort, sondern an vielen Standorten. Wir arbeiten nicht nur mit einem Akteur, sondern mit vielen Wirtschaftsakteuren. Wir arbeiten mit vielen Kommunen, wir arbeiten mit vielen Landkreisen. Wir haben in den vergangenen 2 Jahren Werkzeuge entwickelt, um diese Prozesse zu beschleunigen, um regionale Versorgungsnetze schneller anzustoßen und einzurichten. Wir haben diese Werkzeuge in verschiedenen Regionen eingesetzt, verbessert und getestet. Wir wurden dabei durch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft unterstützt. Seit 2 Jahren zahlen sie in ein Projekt RegioLab, das in diesem Jahr noch läuft und dann zu Ende geht. Wir haben in den vergangenen 2 Jahren über 83 Standorte untersucht, eine Fläche von über 10.000 Quadratkilometer erfasst und gescreent und ungefähr versucht, für 1,2 Millionen Menschen, die dort leben, Lösungen zu finden, wie eine Versorgung in Zukunft ausgehen kann. Mein Name ist Anja Silvester von der Interlink GmbH. Wenn ich Ihnen gleich den Kombibus vorstelle, dann mache ich das nicht alleine, sondern ich habe heute auch meinen Kollegen mitgenommen, Herrn Pitzen, der sitzt da drüben, wenn Sie auch nachher mit ihm sprechen wollen. Wir sind 3 Beratungsunternehmen, die sich eigentlich grundsätzlich den Kunden Verkehrsunternehmen widmen. Und wenn Sie sich nochmal in die 60er Jahre vielleicht von denjenigen, die schon etwas älter sind, zurückversetzen, es gab den Kombibus schon, nämlich die Idee, Güter wieder im Linienbus mitzunehmen. Wir hatten die Chance, über das BMI-Modellvorhaben Daseinsvorsorge 2030 das Konzept seit 2010 für 2 Jahre zu bearbeiten und hatten dann aber die Chance, weil wir alles richtig gemacht haben, eine erneute Finanzierung zu erhalten, um auch den Kombibus auf die Straße zu setzen. Der Kombibus fährt im Landkreis Uckermark erfolgreich, auch seit Projektende 2013 weiter. Und wir haben uns eigentlich viel mehr Gedanken gemacht, welche Pakete wir mitnehmen und andere Dinge und Briefe und so weiter. Aber wir haben eigentlich mit dem kompliziertesten Gut angefangen und das waren Lebensmittel. Wir haben jetzt einen sehr großen Kunden in der Uckermark, Q-Regio, der eigentlich schon 3 Läden hatte. Aber durch den Kombibus, durch dieses sehr einfache Verfahren in den Fahrplan zu schauen, dann sehr pünktlich den Bus vor der Tür zu haben oder an der Haltestelle, wo man einfach dann den Käse und die Getränke, das Bier und alles, was so in der Uckermark noch produziert wird, in den Bus zu stellen, ist einfach unschlagbar. Eine pünktlichere Logistik kommt eigentlich nicht vor Ihrer Haustür vorbeigefahren. Also ich darf Ihnen heute mal ein Projekt vorstellen, was aus EU-Mitteln finanziert wurde mit dem schlechtesten für Deutschland Startpunkt. Das heißt, in diesem netten EU-Bescheid stand drin, wir fördern den Aufbau einer medizinischen Plattform im ländlichen Umfeld aus dem Grund, weil das deutsche System versagt hat. Jetzt kann man sagen, okay, ist ja ein netter Punkt, um etwas zu starten,
aber natürlich mit dem Punkt, das deutsche Gesundheitssystem hat da ein bisschen versagt. Telemedizin gibt es seit vielen Jahren in anderen Ländern und wir haben bis heute immer noch keine vernünftige oder wir haben keine Abrechnungsziffer. Dann gab es irgendwann 2010 diese digitale Agenda, die mal angefangen wurde, und der damalige Vorstandsvorsitzende der Telekom und Herr Tillich haben sich getroffen und haben beschlossen, wir probieren jetzt einfach mal etwas aus. Das heißt, wir haben das Projekt gestartet und es ging darum, Professionals oder wirklich für Patienten eine optimale Versorgung zu machen. Und alle Statistiken und alle Dinge, ja, der demografische Wandel, das trifft uns. Uns trifft uns verdammt, und Sachsen war ein Gebiet, wo es wirklich am weitesten in Deutschland fortgeschritten war. Und wir sind seit 1.7. in einem Echtbetrieb. Wir haben drei Beispielanwendungen drauf gemacht. Das Wichtigste, was wir gemacht haben, wir haben eine diskriminierungsfreie Plattform gebaut. Das heißt, wir haben dafür gesorgt, dass es eine Technik gibt, auf der unterschiedliche Anwendungen unterschiedlicher Hersteller diskriminierungsfrei draufziehen können. Das heißt, das waren die ersten Dinge. Patientenversorgung zu Hause, ein Herzinsuffizienzpatient kriegt ein Tablet mit nach Hause und dort kann er einen Case Manager mit einem Videodienst anrufen und er sieht seinen Case Manager. Das heißt, es wird wirklich eine Versorgung, eine Nachbetreuung gemacht. Er geht aus der Klinik heraus und er wird danach immer noch betreut. Frau Brühl, Sie sind ja auch eine Kommune sozusagen, ein innovationsfreudiger Ort jetzt durch das Projekt. Wen hätten Sie denn gerne noch mit dabei? Also ich finde die Kombibus-Sache sehr gut, sehr interessant für uns als Ergänzung. Also im Moment läuft es ja so, dass die Pakete noch durch Ehrenamtler auf der Basis von Ehrenamt durch die Gegend geschickt werden oder mitgenommen werden. Können Sie das zurückgeben nach Betzdorf? Ja, natürlich. Ich muss dazu sagen, dass mir das auch sehr schwer fällt, jetzt einfach zu sagen, mit wem man jetzt so im Schwerpunkt sprechen möchte, denn Mobilität ist ja ein Querschnittsthema. Und wir beginnen ja mit sehr vielen Menschen zu sprechen. War es zuerst das Verkehrsunternehmen, war man dann plötzlich mit allen anderen möglichen Menschen, die irgendetwas produziert haben oder als Dienstleister war, im Gespräch. Ich glaube, wir brauchen jetzt die größeren Unternehmen, die sehr stark immer in Konzentrationsstrategie denken, auch wieder für sich den ländlichen Raum zu entdecken, denn es gibt so und so viel Prozent an Kunden, die damit ja gar nicht erreicht werden oder nur schwer erreicht. Danke. Herr Klauser, mit wem hätten Sie denn das größte Vernetzungspotenzial hier an dieser Stelle? Mich interessiert natürlich das ganze Thema Healthcare, weil uns das natürlich immer wieder, wenn wir in der Landschaft unterwegs sind, auf den Fingern brennt. Wir können das nur unterstreichen, was Sie gesagt haben. Die Situation ist desaströs, dadurch, dass vor allem die Altersgrenze mittlerweile bei den fast meisten Ärzten erreicht ist. Wenn die erst weggebrochen sind, bricht der Reichtum dieser Ärzte weg. Das ist eigentlich das, was wir festgestellt haben. Die Praxis ist nichts wert, aber die Datenbank, die dahinter liegt, die Patientenakten, die sind was wert. Und wenn die erst aufgeteilt sind, werden sie nie wieder an diesen Ort einen Arzt bekommen. Das ist der Punkt, der interessant ist. Wir sehen aber natürlich auch Ansätze, die durchaus geeignet sind, um medizinische Versorgung wieder in die Fläche zu bekommen. 70% der Medizinstudenten sind weiblich. Die wollen andere Arbeitsmuster haben. Das heißt, sie suchen nach Möglichkeiten, kooperative Praxen einzurichten. Wir sehen auch die Notwendigkeit, dass nicht alles auf die digitale Ebene verlagert werden kann. Was uns vollkommen klar ist, digital bedeutet auch immer einen analogen Ort. Und wenn wir diesen analogen Ort nicht schaffen, dann hat die ganze digitale Konzeption überhaupt keinen Sinn. Solange wir es akzeptieren, dass uns unsere analogen Orte immer wegbrechen, verschwindet alles. Deswegen ist das, was wir als Wichtigstes erachten, diese analogen Orte zu erhalten, als soziale Zentren, als Treffpunkte, als all das, was damit verbunden ist. Denn das ist eigentlich das, was die Lebensqualität im ländlichen Raum ausmacht. Und wenn wir diese Lebensqualität nicht andauernd neu definieren oder ergänzend zu dem, was da ist, definieren, müssen wir uns auch mit digitalen Lösungen im ländlichen Raum keine Gedanken machen. Also Transportlösungen, die wir versucht haben, zum Beispiel mit den großen CAP-Dienstleistern herzustellen, sind einfach auf Widerstand gestoßen seitens der CAP-Dienstleister, da die Rahmenbedingungen, unter denen die arbeiten, so hart sind, dass Umladen überhaupt nicht funktioniert. Deswegen denke ich, dass natürlich diese regionalen Logistiken ungeheures Möglichkeitspotenzial bieten.
Aber auch da denke ich, dass man zum Beispiel noch weiter ausholen kann. Wir haben bei unserer Arbeit zum Beispiel herausgefunden, dass in einem Einzugsgebiet von 6.000 Einwohnern ein Pflegedienst im Jahr über 360.000 Kilometer fährt. Also Anregung für den Kombibus, auch die Pflegedienste genauer anzusehen, denn diese Transportleistungen sind enorm. Aber Herr Klause, Sie haben auch die Zeit angesprochen. Wie ist denn der Faktor Zeit jetzt bei Versorgungsstrukturen? Was bedeutet das für die Versorgung im ländlichen Raum und was bedeutet das insbesondere für die Digitalisierung als Mehrwert darin? Also Zeit ist für mich als allererstes etwas, was wahnsinnig kritisch ist, weil wir es nicht haben. Und wir tun immer so, als hätten wir endlos Zeit, um eine Lösung zu finden. Und wenn wir sie dann nach einem halben Jahr, nach einem Jahr oder nach zwei Jahren definiert haben, sind die ganzen Entwicklungen, die in der ganzen Industrie oder beim Einzelhandel oder sonst was abgelaufen sind, längst schon an einem vollkommen anderen Punkt. Also wir reden von zwei unterschiedlichen Zeitebenen. Aus meiner Erfahrung in dem Projekt Große Emma, ich unterscheide immer zwischen drei Königen, es gibt, mit denen wir arbeiten. Es gibt den Landrat, das Landkreis, das nenne ich immer den König ohne Land, weil der nichts eigentlich richtig bewegen kann. Ja? Dann gibt es die Kommunen, die nenne ich den König ohne Geld, weil die erste Frage bei der Kommune ist, kriegen wir Förderung? Was natürlich ein vollkommener Schwachsinn ist. Die müssen erst mal überlegen, ob sie das Projekt überhaupt machen wollen. Und dann gibt es den dritten Akteur. Und das ist der Unternehmer, das ist der Akteur ohne Zeit. Der hat leider keine Zeit, der muss sehr schnell entscheiden, Sie haben es erwähnt, der muss an Break-Even kommen, sonst funktioniert er nicht. So, und die Aufgabe, die wir haben, sind diese unterschiedlichen Interessen, die sich daraus abbilden, in irgendeiner Form übereinander zu legen. Aber wesentlich helfen kann dabei eben tatsächlich dieser Ansatz der Kooperation, wenn man die Parallelen sieht, wenn man die Überlagerungen, die Interessensüberlagerungen versteht und sagt, okay, vorhin habe ich das Beispiel mit dem Pflegedienst gebracht, der hat einfach 360.000 Kilometer, das spricht über 500 Stunden im Jahr, die seine ausqualifizierten Mitarbeiter im Auto sitzen und nur fahren. So, und da hat er einen Notstand und da muss er eine Lösung finden. Und wenn wir ihm eine Lösung anbieten können, ist das eine kleine Lösung, die letztendlich zur Versorgung beiträgt. So, und wenn wir die digital besser erreichbar machen können, dann haben wir damit auch nochmal einen weiteren Vorteil. Das heißt, digital ist nicht die Bedingung, die vorgegeben sein muss, sondern wir müssen ganz genau wissen, was wollen wir eigentlich machen und gibt es dafür dann eine digitale Lösung oder sind häufig nicht analoge Lösungen, vielleicht sogar die besseren Lösungen? Alles, was automatisiert werden kann, wo Dinge vielleicht doppelt gemacht werden im Arbeitsprozess, da ist Digitalisierung sehr hilfreich und da vermissen wir auch noch einen wichtigen Punkt bei Kombibus, um es einfacher zu machen. Da haben wir aber auch schon Das war der Dinge Punkt, den ich hören wollte. Da möchte ich aber noch nicht zu viel sagen drüber, aber wir haben alles bedacht und der Pflegedienst gehört auch dazu. Jedenfalls, aber ich glaube, wenn der ländliche Raum aufhört, miteinander zu reden, dann kommt man da nicht weiter, auch nicht mit. Das ist ein guter Punkt, den ich mal an eine Kommunalvertreterin zurückgebe. Mhm. Stichpunkt interkommunale Zusammenarbeit, vielleicht sogar Fusion und auch die Frage, wir haben jetzt viel über die Menschen gesprochen, fast mehr über die Menschen und die Diplomatie, das Beziehungsmanagement als über die Technik. Und wie ist das, wenn man ein Digitalprojekt in eine Kommune trägt? Ist da das Bürgermeisterchen wichtiger oder die Menschen, die auch mitmachen müssen in so einer Ehrenamtslösung? Ja. Wie ist das? Beides eigentlich. Also es bedarf Mut auf Seite der Verwaltung zu sagen, wir machen das jetzt, wir machen damit, gegen alle zu gehen. Vielleicht sogar, wir hatten auch schon die Reichsbedenkenträger, hatten wir schon angesprochen, die gibt es bei uns auch sehr, sehr viele. Und da muss man schon auch jemanden haben im Rücken, der sagt, wir machen das jetzt und wir gehen voran und ich stehe auch dafür. Können sich die Menschen überhaupt vorstellen, was Digitalisierung bedeutet, wenn man zu einem Projekt kommt? Ist schwierig. Also bei uns in der Kommune ist es so, dass wir da schon ganz gut aufgestellt sind. Wir haben damals unser eigenes Breitbandnetz gebaut und so weiter. Das heißt, wir sind da schon etwas firm oder sind da auch dran. Also ist schon ein ganz wichtiger Punkt bei uns. Aber natürlich muss man ja alle mitnehmen und wir haben parallel ja auch Betzdorf Digital noch gegründet. Das ist unsere Lokalkampagne, wo wir sagen, okay, wir wollen alle mitnehmen, alle Zielgruppen und da wollen wir die Digitalisierung nochmal beleuchten für die einzelnen Zielgruppen und überhaupt mal gucken, Digitalisierung geht nicht mehr weg, aber was bedeutet das denn überhaupt für die Bürgerinnen und Bürger? Also das ist die eine Sache und da stimme ich auch zu, man muss mit den Leuten reden. Also es geht nicht, denen irgendwas hinzusetzen und zu sagen, so guckt mal, ladet euch die App runter und los geht's,
sondern man muss viel reden. Man muss auch sagen, es ist ein Forschungsprojekt. Das heißt, der Ausgang ist offen. Das muss man auch erstmal so sagen und sich hinstellen und sagen, wir gucken mal, was rauskommt. Das bedarf schon irgendwo Mut natürlich. Ja. Aber andererseits hat bei uns das gezeigt, dass durch die Digitalisierung das Soziale wieder ein bisschen belebt wurde. Man sagt ja immer so, Digitalisierung, das entfremdet. Aber es hat Leute zusammengebracht, die vorher noch nicht irgendwie zusammen waren sozusagen. Also wir hatten ganz viele Leute, die auch Ü60 waren, die da mitgemacht haben, die gesagt haben, das ist total toll, ich lerne neue Leute kennen, ich tue was Ehrenamtliches, ich tue was, was wirklich was bringt, meiner Kommune was bringt. Ich kann Ihnen berichten aus ein paar Situationen, die klar sind. Wir wollen wirtschaftlich tragfähige Systeme bauen, das ist vollkommen klar. Etwas, das wirtschaftlich nicht tragfähig ist, funktioniert nicht. Wir sollen diese vernetzten Systeme bauen, das heißt, wir wollen Plattformlösungen haben. Das, was wir dazu brauchen, ist eine große Neutralität. Das heißt, wenn wir einen einzelnen Akteur haben, eine Volksbank, eine Sparkasse, ein Rewe, ein Edeka oder sonst was, wollen die alle gelb oder rot oder sonst was sein. Das funktioniert nicht, wenn sie eine Plattform haben, auf der sich verschiedene Akteure vernetzen sollen. Das heißt, wir brauchen diese Neutralität, wir brauchen einen neutralen Hintergrund. Kommunen können diesen neutralen Hintergrund bieten, sind natürlich dadurch, dass sie im Grunde genommen eigentlich nicht eine, die Vorstellung einer Kommune, einer Verwaltungseinheit ist ja eigentlich ein bisschen falsch. Das sind Eigeninteressen, Absprachen, Historien, die dann mal gelaufen sind. Der kann mit dem nicht. Das ist wichtig, dass man dann natürlich darauf auch eingeht. Also man kann nicht sozusagen top-down etwas implantieren, aber wir müssen sozusagen von unten auch wieder mit hochkommen. Das, was wichtig ist, ist, glaube ich, das habe ich vorhin gesagt, wir brauchen die kleinen Lösungen. Wir brauchen kleine Lösungen, die skalierbar sind, die multiplizierbar sind und die sich an unterschiedlichsten Ecken realisieren lassen. Das korreliert nicht unbedingt mit der Vorstellung, dass ich eine rote Schleife durchschneiden will, aber das sind Sachen, die werden sich in absehbarer Zeit, glaube ich, einschleifen. Ich glaube, die Menschen vor Ort müssen einfach begreifen, was wirtschaftliches Handeln ist. Und dass man mit Innovation ja sich selber auf einen neuen wirtschaftlichen Weg begeben kann. Wenn man diesen Geist ins Risiko nicht zu gehen zu wollen mit Innovation, dann soll man es auch sein lassen. Also wir können nicht irgendwas Neues aufbauen, um dann wieder darauf zu vertrauen, dass Steuergelder über einen überschüttet werden. Ja. Und ich glaube, die Wirtschaftskraft, auch im ländlichen Raum, ist groß genug, für sich selber Sorge zu tragen, wenn man es verstanden hat, quer zu denken, anders zu denken. Ich frage mich immer mehr, warum ich hier bin. Das muss ich Ihnen wirklich eindeutig sagen. Ich denke, dass der Raum, um Dinge zu realisieren, um Dinge umzusetzen und vor allem das Gefühl, eine Aufgabe zu haben, in den ländlichen Räumen ein ungeheures Plus ist, was auch enorme Chancen bietet. Natürlich sind da Defizite da, aber die werden aufgewogen. Und egal, mit wem Sie im ländlichen Raum sprechen, die meisten der Leute werden Ihnen sagen, dass sie gerne da leben und auch da weiterleben wollen. Und es sind immerhin 28 Millionen Menschen, die das wollen. Das sind mehr als in allen Großstädten, die wir augenblicklich in der Bundesrepublik umsetzen. Das Problem, das wir haben, ist, dass meiner Meinung nach und auch aus meiner Beobachtung, aus meinem Metier, der Schwerpunkt der Diskussion in den vergangenen Dekaden ausschließlich sich um Urbanismus, um die Metropolen und all diese ganzen Diskussionen gedreht hat. Wir müssen begreifen, dass diese Sache sich eindeutig verändern muss, dass hier andere Möglichkeiten da sind, denn eine Stadt ist ohne einen funktionierenden ländlichen Raum nicht zu denken. Ich glaube, wenn ich den Abbinder versuchen will, möchte ich ganz gern noch mal was feststellen. Ländlicher Raum, das heißt nicht nur Schrumpfung, sondern das heißt auch Attraktivität. Denn ländlicher Raum ist natürlich nicht ein Gebilde, was gleichmäßig ist. Schauen Sie nach Bayern, schauen Sie nach Thüringen. Sie finden richtig viele gut laufende ländliche Räume. Trotzdem haben wir natürlich Versorgungsprobleme. Und wir haben heute ja im Wesentlichen über die Nahversorgung gesprochen, über Logistik und Mobilität gesprochen und über die Gesundheitsversorgung. Was mich sehr erfreut hat, ist, dass wir heute nicht geschrien haben nach öffentlichem Geld, sondern dass ich hier sehr, sehr viele Ansätze sehe, die eben aus dem unternehmerischen Bereich kommen, die aus dem bürgerschaftlichen Engagement kommen. Das ist sehr erfrischend, weil meistens ist es andersrum. Und ich glaube, ich habe fast in jedem der Beiträge und der interessanten Projekte einige Schlagwörter gehört, die identisch sind.
Plattformen bilden, sich stärker vernetzen. Wir haben Notwendigkeit, Prozesse neu zu denken, möglicherweise auch mal radikale Lösungen zu finden, auch wenn das den ein oder anderen alteingesessenen, starken Akteur nicht gefällt. Das müssen wir uns leisten, dass wir das aussprechen. Wir haben aus meiner Sicht dabei aber die Realität nicht aus dem Auge zu verlieren, denn auch das sei an dieser Stelle gesagt, wir sind ein großer Freund von Forschung, wir sind ein großer Freund von Projekten, die dürfen nicht um sich selbst willen erfolgen, sondern die müssen natürlich auch ein Ziel verfolgen. Es muss immer das Ziel sein, langfristig Lösungen auch etablieren zu wollen, das heißt auch finanziell langfristig. Und da erwarte ich nicht nur von denen, die forschen, tolle Ideen, sondern ich erwarte auch von den Kommunalen und anderen, die da mitmachen, den politischen Willen, das umsetzen zu wollen. Und ich denke, das ist auch nochmal ganz wichtig, in diese Richtung zu adressieren. Die tollen Lösungen, wir haben gehört, das dauert eine Weile, bis die sich tragen. Nicht immer geht das sofort. Dann muss man auch mal kommunal, gerne auch interkommunal, das hilft. Dann aber bitte mit Verbindlichkeit, das heißt ein bisschen Geld reinlegen. Das muss sozusagen politisch dann auch abgesichert werden, dass so Lösungen Chancen haben. Ich darf das am Beispiel nennen. Wir haben seit ca. 15 Jahren hier in Brandenburg den Rufbus. Gemeinsam mit Frau Silvester haben wir da ganz tolle Projekte gemacht. Und erst jetzt sind wir so weit, dass wir bei Befragungen herausfinden, dass 20% der Bevölkerung in Brandenburg das kennt. Und das ist ein Erfolg. Sie sehen also, wir reden hier über Zyklen von 15 Jahren und die möchten überbrückt werden. Kommen wir zur Mobilität, mein Thema. Wir sind immer im Mittelpunkt, denn wir vernetzen alles. Egal, ob Güter oder Personen, irgendeiner muss immer irgendwo hin und steht auch immer am Ende eines digitalen Prozesses. Und auch hier, glaube ich, sollten wir mehr über Realismus nachdenken. Wir haben sehr viele Themen, wo wir uns, gerade weil die öffentliche Hand das eben regelt, immer nur über öffentlichen Verkehr unterhalten. Realität im ländlichen Raum sieht anders aus. Der Marktführer der Mobilität heißt PKW, nicht gerade Bus. Wir müssen das aufnehmen und auch da kann Digitalisierung uns helfen. Plattformen, wir haben das alles, gibt es alles auf dem Markt, technisch kein Problem. Und da reden wir dann wieder über das Doing mit den Menschen. Wir müssen die mitnehmen, die müssen Vertrauen haben, damit sie irgendwann mal Mitfahrplattformen nutzen. Und was wir noch nicht gesagt haben, die Leute machen es übrigens schon heute. Wenn ich alte Leute in Brandenburg frage, wie fahrt ihr denn einkaufen, dann sagen mir 50% der über 75-Jährigen, wir fahren mit bei Family und bei Verwandten und Nachbarn. Die machen also Ridesharing. Wir reden da gar nicht drüber, aber die machen es schon. Das heißt, super viele Ansatzpunkte. Und wenn ich es nochmal zusammenfasse, wichtig ist, wir müssen alles vernetzen, wir müssen andere, bessere Plattformen ermöglichen, um sozusagen hier auch den Anbietern einfachere Möglichkeiten zu geben. Und dann schaffen wir es mit Beispielen wie dem Kombibus, der ja aus der Mobilität kommt, sogar regionale Wirtschaftsförderung zu betreiben. Alles in allem möchte ich gerne einen Kollegen von mir zitieren, der Elektromobilität versucht in die Lande zu bringen. Der sagt immer, alle sagten, es geht nicht. Und dann kam einer, der wusste das nicht und tat es. Das als kleiner abbindender Beitrag von meiner Seite. Wunderbar, vielen Dank, Herr Gipp. Genau. Am besten nehmen wir den Applaus, alle Diskutanten mit rein. Vielen Dank. Danke auch an das Publikum. Es hat etwas länger gedauert und Stichwort Vernetzung. Ich bitte jetzt auch alle, in den Dialog einzutreten und mit unseren Experten zu sprechen. Dankeschön.